Also, endlich mal das 2023 Joby Yara gepaddelt. Ist ein 10-6er, damit ein klassisches Allround aufblasbares Paddleboard. Nicht nur ich habe es gepaddelt, ich habe es auch mal der Kunde in der Hand gedrückt, gefragt, was die davon findet. Und der Fazit ist klar, wenn es ein Merkmal geben soll, ist es die Steifigkeit von diesen Boards. Es biegt wirklich fast 0, nichts. Es ist bock und bocksteif. Das ist ein doppellagiges Board. Ich habe das normal bis 1 bar aufgepumpt und es ist einfach im Vergleich zu anderen Stand-Ups viel härter. Und ist das gut? Antwort ja, weil wenn du dann drauf springst oder drauf stehst, dann ist es eine harte Flache, wo du drauf stehst. Die Ferse sinken nicht ein und dadurch ist es stabiler. Und du fühlst dich auch sicherer zum Board. Lass uns mal die Details anschauen. Von vorne nach hinten. Hier hat es einen Tragegriff, gepolstert mit Neopren an der Innenseite. Wie jedes Brett auf der Welt hat es auch in der Mitte so einen Griff. Aber hier hat es auch noch eins am Heck. Und das macht, dass die Kinder ohne Papa und Mama das Brett zum Wasser tragen können. Und selbstständig unterwegs sind. Und du kannst das Brett am Land laden. Unter die Bungee Ropes mit einem Sack und das dann das Brett horizontal, wenn zwei Personen es tragen, ins Wasser legen. Das geht natürlich nicht, wenn du hier so einen Sack hast und das dann hier alleine machst, weil dann kippt das Brett und dann fällt der Sack raus. Weiterhin hat sie hier noch eine Öse. Da kannst du eine Schnur dran binden, das Brett irgendwo ans Fast binden. Nicht hinter der Boot schleppen, weil dieses PVC hier ist nur 0,7 mm, das wird brechen. Dann auch ein Merkmal ist einfach die Styling. Also die Joby ist original eine holländische Marke. Rezent gekauft von einem gigantisch großen französischen Brand. Und ja, die sind einfach stylisch. Das Neo-Gelb hier, was dann hier zurückkommt in den Griff, der Print auf das Paddle, auf der Bungee, auf die Sideline, auf der Griff hier. Hier wieder zurück ins EVA, dann nochmal hier rund um den Ventil. Das ist einfach sehr poppig, farbig. Es muss dich gefallen. Ich würde sagen, es ist funky fresh. Gehen wir weiter mit dem Brett. Neopren hier. Bungee Rope hier für die Dryback. Wir haben hier ein EVA mit Krokodiltextur. So bleibt schön griffig. Abgerundete Seite, da rüppelt nichts weg. Hier an den Griff, der übrigens auch Neopren gepolstert ist, kann man hier das Paddel dran machen. Hoppla. Ist das auch versorgt. Kommen hier zum Ende. Hier ist der Leash, der dabei ist, gepolstert und finde ich auch gut, ist, dass der D-Ring, wo der Lichter ankehrt, ist nicht komplett hier am Heck. Es ist einfacher, um das hier dran zu machen, wenn es hier etwas vorne ist. Normales 1 bar Druck Ventil. Du kannst es aber auch etwas härter bis 1,2 aufpumpen, muss nicht. Dann speziell ist, dass das hier geht an der Knochel, oder? Am Bein. Fußgelenk. Aber im Lieferumfang ist ein Waistbelt, so ein Gurt für um die Hüfte mit einem Quick Release. Und dadurch kannst du das an der Waistbelt hängen und kannst du den Leash auch in der Fluss verwenden. Weil, wenn du dann festhakt hinter einem Fels, kannst du mit dem Quick Release an der Belt das schnell öffnen und bist du frei. Und wenn das nur das hat, dann sagen wir besser kein Leash auf der Fluss, weil das ist gefährlich. Wenn du festhakt, kannst du vielleicht nicht zurückschwimmen, um das zu lösen. Aber wie gesagt, hier ist im Lieferumfang so ein Waistbelt mit Quick Release dabei. Also wenn das Standard dabei ist, es ist hervorragend. Auch dabei ist ein großer Rucksack, die aber doppelt als einen Drybag. Also das ist ein 80 Liter Rucksack, wo das ganze Brett darin geht, die Doppelhubpumpe, das Paddel und alles. Aber wenn es draus ist, die Tasche selber, der Rucksack selber, die kannst du dann verwenden als einen Dryback. Das ist super, da kannst du zum Beispiel nach
dass du das Brett aufgepumpt hast, die Pumpe drin, den Taschenstecker unter dem Bungee-Schnur und hast du alles dabei. Unterseite vom Brett. Es hat hier nur ein Finne mit einem Klicksystem. Es ist noch ein Ersatzteil von diesem Teilchen hier. Um es festzuklicken, ist auch im Lieferumfang. Leute, die öfters die Surfdeal-Videos sehen, wissen, was jetzt kommt. Das ist die zwei Seitefinne hier. Brauchst du nicht auf Seen, um schön geradeaus zu paddeln. Seitefinne sind für in die Welle, um schön knackig zu drehen. Ja, darum ist kein Nachteil, dass es hier nur ein Fin hat. Die zwei Seitefinne bringen auch keine Stabilität auf Seen. Ja. Ja, wie paddelt das? Es paddelt eigentlich wie ein ganz normales Allround-Brett. Es ist kippstabil, es ist also sehr steif und hart. Also es gibt sehr viel zurück an der Fuß, so es fühlt sich sehr sicher an aus Wasser. Das war auch das Feedback von der Kunde, die das gepaddelt hat. Last but not least ist hier dann das Paddel. Das ist das neue Joby Stream 40 Paddel. 40 heißt die Stange. Das sind Fiber, so Fesel, 40% ist Carbon, 60% ist Fiberglas. Und das macht, dass das Paddel nur 780 Gramm wiegt. Das ist wirklich gut für ein Paddel mit auch noch die Dreiteilverschlüsse. Ja, hier ist ein Verschluss, dass du das stufenlos in die Länge verschieben kannst. Und 780 Gramm ist leicht. Also das leichteste, was ich mal in der Hand hatte, war 560 Gramm für ein dreiteiliges Paddel mit diesen Verschlüssen. Also 780 Gramm ist wirklich gut. Was mir sehr gut gefallen hat, ist hier das neue Stream Blatt. Also ein total eigenes neues Blatt für dieses Jahr bei Joby. Hier unten ist Grat. Ja, da kann man nicht theoretisieren, einfach Paddle habe ich gemacht und das Blatt liegt sehr gut im Wasser. Es ist ein etwas kleineres Blatt, aber es hat trotzdem sehr viel Vortrieb. Die Schaft, also diese Stange hier, der hat einen schönen Flex. So er, wenn du einen Paddelschlag machst, biegt er und der Flex zurück und gibt dir dann noch einen extra Schub. Und ganz normaler Ergo-Griff hier, das ist noch immer das Beste. Und dann am Heck hier hast du hier den Schlitz, damit das Ding sich nicht verdreht und gut abklemmt. Ja, alles in allem, die Joby-Reihe, ob das jetzt das Yara ist oder ein anderes Modell wie das Duna, etwas schneller und etwas länger, alle sind in diese sehr robuste, bocksteife Doppellayer-Qualität gebaut und es ist einfach auf dem höheren Preispunkt, aber ich würde sagen, es ist es wert. Du kaufst ein Brett mit einer langen Lebenszeit, ich muss da nichts Negatives reden, aber das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit 200 Franken Bretter von der Discounter. Also was hier gebaut wird, ist eine ganz andere Qualität, was einfach 10 Jahre mitgehen muss. Und dadurch hast du auch in die 10 Jahre keinen Ärger mit Dingen, die kaputt gehen. Dabei ist der Lieferumfang ist fantastisch. Es kommt sogar mit der Carbon Paddle, die Tasche doppelt als ein Dreiback, sehr gute Doppel-Action Pumpe, Leash mit auch nochmals die Flüsse-Option im Begriffe. Und vor allem eine sehr hochwertige Bauqualität von das aufblasbare Board von Joby, holländische Marke, frisch aufgekauft von einer gigantischen französischen Firma, die da mit, ja, mit einem großen Namen dahinter stehen möchte, hinter der Marke. Also empfohlen, danke fürs Zuschauen. Also 2023 Joby, hier ist das Yara, ein 10,6er oder 3,20 m. 81 cm breit und 15 cm dick. Ja, das macht, dass es mehr als 300 Liter hat. Sprich, ein Erwachsener mit einem Kind oder ein heißer Sommertage, zwei Erwachsene sitzend. Das hält das Board alles aus. Dann das Material, doppellagig, das heißt 1,2 mm dick, nicht ein halber Millimeter wie die Billigboards. Und es ist nicht nur verleimt, es ist auch heat bonded, so verschweißt. Das macht, dass die Nähte nicht nach 6 Jahren offen gehen, weil der Leim ausgetrocknet ist. Weitere Details: Bungee, EVA, Crocodile Skin Deckpad. Schön hier an der Seite unter einem Angle von 45 Grad geschnitten, damit rüppelt es nicht so schnell weg.
Griff mit Paddelhalter, Halter. Hier ist das EVA Diamond Groove. Dann spüre ich mit meinem nackten Fuß, dass ich am Ende vom Brett bin, ohne zu schauen und stürze nicht rein. Leash Ring, Markenartikel Ventil. Das ist so ein Holki-Ventil. Drücken und drehen. Hab das Brett bis 15 PSI aufgepumpt jetzt. Geht bis 20. Und ein Griff am Heck und auch ein Griff vorne. Das ist Spaß, weil da kannst du zusammen mit einem Kind oder zwei Leute zusammen das Brett ins Wasser tragen. Nicht alleine. Vorne noch einen D-Ring darauf. Schauen wir noch kurz unten. Sieht aus wie ein US-Box-Fin, ist es nicht. Das geht ohne Schraube, es geht mit dieser Lever her, damit fixst du die Finne. Es gibt ein Ersatzteil included in das Set. Zubehör. Joe bekommt mit ein neues Paddel hier, mit einem neuen Shape. Bin ich gespannt, wie das auf das Wasser ist. 40% Carbon, 60% Fiberglas. Macht ein super leichtes Paddel. 780 Gramm für einen Dreiteiler. Ist sehr leicht. Stufenlos verstellbar. Dann der Leash ist speziell. Das hier ist falsch montiert. So, der Leash kann entweder hier, also es geht hier dran, und er kann es entweder hier an deinem Fuß oder es kann an diesem Gurt, und da geht es um die Hüfte, dann kannst du den Leash auch in der Fluss tragen. Weil in der Fluss kannst du hinten Fels haken. Wenn es dann hinter am Fußgelenk ist, ist das eine Gefahr, weil du kannst es nicht lösen. Darum nie ein Fußleash im Fluss. Aber an der Hüfte mit so einem Waistbelt kannst du das, auch wenn du hinter dem Fels steckst, kannst du noch immer das hier lösen und den Leash lösen. Das heißt endlich mal ein Leash für auch den Fluss. Stand mit dem Paket, super. Doppel-Action-Pumpe hier von Joby. Ist eine gute Pumpe mit die Stange hier, damit bewegt der Schlauch nicht mit, wenn du pumpst. Dann die Rucksack, speziell bei Joby ist Front Pocket, aber der ganze Tasche ist ein Dreibag. Eine der Frage ist, wenn ich nicht mit dem Auto bin, wo lasse ich dann der Pumpe eigentlich? Die kann ich nicht am Strand liegen lassen, dann ist sie weg. Dann geht es also in diese Tasche. Die Tasche macht, dass die Pumpe trocken bleibt. Die Tasche hat locker Platz für das Brett, Pumpe, Paddel und eine Schwimmweste oder so. Padded mit EVA hier an der Rücke und zwei Straps. Macht ein sehr komplettes Paket. Gespannt, wie er auf dem Wasser ist.